In den Kühlschränken der Bundesländer stapelt sich der Impfstoff von AstraZeneca. Mindestens 1,1 Millionen Dosen liegen jetzt schon ungenutzt herum. Und in den nächsten Tagen sollen weitere 1,7 Millionen Dosen ausgeliefert werden. In NRW sollen deshalb in einer Woche Erzieher, Lehrer und Teile der Polizei geimpft werden. Im Handwerkersprache würde man sagen, jetzt erhebliche Meter machen wollen. Wir wollen halt einfach impfen, was das Zeug hält, dass wir in dieser Frage auch weiterkommen, weil uns jetzt auch der Impfstoff zur Verfügung steht. Vorbehalte gegen AstraZeneca werden von Virologen entkräftet. Der Impfstoff ist ein sehr guter Impfstoff und er sollte also wirklich tatsächlich auch von Hausärzten verimpft werden, wo das auch immer möglich ist. Gleichzeitig machen Deutschlands Kassenärzte Druck, dass die Länder ihre Impfprogramme entbürokratisieren und die Ärzte über die Impfzentren hinaus so früh wie möglich einbinden sollen. Alles mit dem Ziel, möglichst schnell möglichst viele Menschen zu immunisieren. Bayerns Ministerpräsident Söder drängt deshalb auf eine neue Impfstrategie. Spätestens April, also spätestens wenn der ganz große Anteil vom Impfstoff kommt, muss jede Dose Impfstoff verimpft werden, wo es nur geht. Und deswegen das System verändern, komplett über, also neben den Impfzentren, über die Ärzte, das heißt über Hausärzte, Betriebsärzte, dort können ganze Betriebe geimpft werden, übrigens auch deren Familien und natürlich auch über Schulärzte. Nur so könne Deutschland seinen Impfrückstand aufholen. Gleichzeitig kritisiert Söder das Tempo der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA. Sie sei bisher immer zu dem gleichen Ergebnis einer Zulassung des geprüften Impfstoffs gekommen wie andere Länder. Nur eben später. Dadurch gehe kostbare Zeit verloren. Die Ständige Impfkommission reagiert auf das Impfdilemma mit AstraZeneca. Sie stellt eine neue, aktualisierte Empfehlung in Aussicht, auch für Menschen über 65.